Yo, first to Boston, then to Austin. Many brothers I be sparking and rushing, mad like inside the dark. Call me Ghost Catcher, just a brother for the rapture. I hang line, holding on strong, hard to capture. Extravagant, resurrect the track and it's militant. Then I react like a convict and start killing shit. It's manifesting. The gods work like appliances, dealing in my cipher. I'm an Hey Sportsfreunde und hey Freunde der guten Unterhaltung und hey Freunde des guten Zockens. Mein Name ist Alex von GTA 5, wer das beste GTA. Und hier ist jetzt eine kleine Information, okay, eine kleine Information, die circa 19 Minuten gehen soll. Laut dem Video, über GTA 5 eine kleine Game-Analyse. Wir können zwar noch keine richtige Game-Analyse euch darbieten, aus dem Grund, da GTA 5 ja noch nicht erschienen ist. Aber allerspätestens auf der Gamescom wird sich da dann mehr tun. Da werde ich euch auch noch berichten davon. Nun ja, als erstes Hauptmerkmal, dass GTA 5 mit drei Charakteren spielbar ist. Michael oder Michael auf schön Deutsch gesagt. Franklin und Trevor, also Michael, Franklin und Trevor. Ja, Michael, der gerne viel Geld hat sozusagen, der aufs Geld aus ist. Franklin, der auch mal ziemlich schnell aggressiv werden kann, vor allem Trevor, der richtig gerne zuhaut. Aber erstmal ein paar Randinformationen. Die Minimap erscheint wieder unten links, bewegt sich, aber dieses Mal ist sie nicht flach, da die Gebäude auf der Karte unten in der Minimap dieses Mal dreidimensional dargestellt werden, wie bei der aktuellen Navigationssoftware. Nun ja. Angeblich soll die Karte auch sehr gewöhnungsbedürftig sein, also das heißt, ihr müsst am Anfang erstmal ein paar Mal schauen, dass ihr mit der Karte klarkommt, aber das dürfte alles werden nach einer Zeit. Es soll über 460 Fahrzeuge, Flugzeuge und Boote geben. Einige sind davon auch sehr selten oder nur an bestimmten Orten zu finden. Zum Beispiel auch dieses Atomic Luftschiff, das ihr haben könnt. In der Special Edition und Collector's Edition, welche aber nicht in Deutschland erscheint, sondern nur die Special Edition. Und ja. Es wird übrigens auch wieder versteckte Päckchen geben, die man damals in GTA San Andreas, man erinnert sich, die weißen Päckchen sammeln konnte. Aber man weiß noch nicht, wie die gestaltet sind. Aber der Hund, der auch bei GTA dabei ist, der Chop, der kann bei der Suche helfen nach diesen Päckchen. Die Map, nochmal zur Map, die Map ist enorm groß und es gibt weitläufige Unterwasserregionen. Rockstar Games behauptet, dass eine Zugfahrt von der einen Seite der Karte zur anderen über 2,5 Stunden dauert. So viel dazu, also da könnt ihr mal eine Weile zocken, bis ihr von der einen Seite auf der anderen Seite sind, für alle GTA-Zugfahrer unter euch, die damals in Los Santos bei GTA San Andreas mit dem Steak, irgendwie so war das, ich bin nicht mehr ganz up to date, schon lange nicht mehr gezockt. Nun ja, in der Demo gibt es übrigens keinen Fahrzeugschaden aktuell, außer in gescripten Szenen. Das heißt, ihr könnt mit eurem Auto irgendwo drauf fahren und es ist kein Schaden. Wir wissen auch noch gar nicht, ob daran noch gearbeitet wird, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sich da was ändert, weil GTA 5 ohne Fahrzeugschaden oder allgemein GTA ohne Fahrzeugschaden, da stimmt dann was nicht. Die Charakterauswahl von Michael, Franklin und Trevor ist als Rad dargestellt. Trevor ist oben, links ist Michael und rechts ist Franklin. An der Unterseite ist euer Online-Charakter dargestellt, wodurch ihr schnell zwischen Online- und Offline-Spiele wählen könnt. Also ganz simpel eigentlich. Grafisch ist das Spiel eine Mischung zwischen Red Dead Redemption und Max Payne. Also schaut euch Videos von Max Payne und Red Dead Redemption an, also RDR und MP. Und dann könnt ihr da so ungefähr mal sehen, wie könnte GTA 5 aussehen. Das Spiel erscheint aber im Vergleich zu GTA 4 viel bunter, also es ist nicht alles so trostlos und grau, sondern es gibt viel Natur, viele knallbunte Farben, lebendige Leute. Also, da geht's schon richtig zur Sache. Touristen, die ihr auch trefft, zum Beispiel
wie jetzt bei GTA 4 getestet wurde, die Deutschen da sagen ja manche Scheiße und so. Ne, also es gibt da auch wieder Touristen, die singen, fischen, wandern oder sogar mit euch reden. Ne? So laut heißt es laut Rockstar Games. Aktuell kann man übrigens jedes Fahrzeug mit 10 Zischen zerstören, egal wo man drauf zielt. Aber daran wird auch noch gearbeitet, also 10 Schüsse auf ein Fahrzeug und das Teil explodiert wie damals. So ähnlich war es ja auch bei GTA San Andreas. Zwar nicht mit 10 Schüssen, etwas mehr, aber ging auch ziemlich heftig und schnell kaputt. Man kann sehr viel von der Stadt sehen, wenn man aus ca. 1 Kilometer hohen Fallschirm aus dem Flugzeug springt. Also stellt euch vor, ihr geht zum Los Santos Flughafen, der LAX, Los Angeles Airport. Ihr wisst Bescheid, heißt es ja eigentlich in echt. Und wenn ihr da so ein Dodo oder so fliegt, ne? Und dann aus 1 Kilometer Höhe ungefähr mit dem Fallschirm rausspringt, dann kann man da sehr, sehr, sehr viel von der Stadt sehen. Aber es sind nur 10% der gesamten Karte, was ihr sehen könnt von dort. Also man merkt schon, die Karte ist schon groß. Es wird übrigens auch wieder Zufallscharaktere geben, die euch um Hilfe bitten, ähnlich wie in GTA 4. Also sowas wird es auch wieder geben. Franklins Fähigkeiten beinhalten Fahren, Schleichen, Ausdauer und Tauchen. Auch gut, Tauchen zum Beispiel. Tauchen, dazu gibt es auch was. Es wurde ein Screenshot veröffentlicht von Rockstar Games, das ein Tauchboot enthält. Ob man dieses Tauchboot fahren kann, wissen wir nicht. Wurde sich nichts dazu gesagt, wurde sich nicht zu geäußert. Wir nehmen es aber mal schwer drauf an, gehen schwer drauf aus, nehmen es schwer an, wie auch immer. Auf jeden Fall, es heißt, dass ihr tauchen könnt. Rockstar Games hat eine geschlossene Präsentation zu Grand Theft 5 in Russland abgehalten. GTA 5 wäre das beste GTA, berichtete. Bei einem Event zeigte der Hersteller eine 30-minütige Demo. Dabei konnten wir Folgendes sehen. In der Demo sah man bleibende Narben, bleibende auf der Haut des Charakters durch die Kämpfe zum Beispiel. Wurde einer abgestochen, blieb da ein Narbeschuss. Verletzungen blieben Narben und. Also, er verreckt zwar nicht komplett, sagen wir so, er geht nicht elendig ein, aber er hat schon bleibende Schäden. Außerdem bot sich durch einen Fallschirmsprung von Franklin ein weitläufiger Blick über die Natur. Da sah man Folgendes. Eine versteckte Militärbasis, ähnlich wie damals die Area 61 ist ja in echt, Area 64 war das, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Tiere, die sich gegenseitig jagen und miteinander interagieren, gab es. Also wahrscheinlich auch in der Natur eine große Vielzahl an Tieren, wie auch bei Far Cry 3 zu sehen, mit den Schlachten oder bei Tomb Raider, ist ja auch. Ist zwar nicht Rockstar Games, aber war dabei. Oder wie die Hunde und die Tiere bei Red Dead Redemption zum Beispiel. Sowas könnt ihr euch drauf einstellen. Es gab auch ein Jagdgebiet, wo Jäger sind, wo die Tiere angeln. Vielleicht ist es möglich, dass dann ein Jäger aus Versehen auf euch schießt, wer weiß. Es gab Angler, die Fische an einem Fluss fangen und Touristen halt, die die Landschaft erkunden, mit euch reden, wie schon gesagt. Zudem war erstmals in einem GTA-Spiel Hintergrundmusik, also kein Radio, zu hören. Ihr könnt nicht nur zwischen den drei Helden Michael, Franklin und Trevor während des Spiels wechseln. Sie führen auch vollkommen unterschiedliche Leben in verschiedenen Teilen der Welt von GTA 4. Bedeutet, der eine wohnt da, der andere wohnt da und sie haben ihr eigenes Leben, ihren eigenen Beruf etc. Wechselt ihr zwischen ihnen hin und her, um schnell andere Seite von Los Santos kennenzulernen. Also ihr seid jetzt auf der einen Seite, sagen wir, Trevor ist rechts, sozusagen, und Franklin ist links. Dann könnt ihr zwischeneinander wechseln. Man weiß aber nie, was sie gerade im Schilde führen. Eine Militärbasis liegt übrigens auch, wie eben erwähnt, versteckt in den Bergen. Verletzungen oder Wunden können für immer bestehen bleiben. Soviel nochmal zu den Narben. Die wilden Tiere greifen euch an und jagen sich gegenseitig. Performance-Probleme bestehen leider immer noch. Ja. Schlechte Nachricht, aber es ist so, Rockstar Games regelt das durch die Anzahl der Fußgänger und Autos auf der Straße.
Die Unterwasserwelt sieht umwerfend aus. Also wirklich umwerfend. Die Unterwasserwelt ist so toll gestaltet, wie man es noch nie in Videospielen gesehen hat. Bunte Fische und Haie gibt es sogar da. Und die kommen euch teilweise auch sehr nahe, also müsst ihr aufpassen. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr geil. Richtig geil, was die da gemacht haben. Auch in GTA 5 ist das Telefon immer griffbereit, wie damals bei GTA 4. Mit eurem Smartphone könnt ihr Fotos machen, wo ihr gerade seid, und sie sofort über den Rockstar Games Social Club mit Freunden teilen. Wir sind schon auf die Bilder gespannt. Fragt sich nur, was ihr lieber teilt, Sonnenuntergänge oder Action sehen. Übrigens, surfen könnt ihr mit dem Smartphone im Spiel übrigens auch. GTA 5 erscheint unter anderem mit der PS3 Slim 500 GB in einem Bundle mit einer limitierten GTA 5 Headset. Also wer noch keine PS3 zum Zocken hat, auf zu Amazon. Der Preis für das Paket liegt bei 299 €. Die Collector's Edition wurde mittlerweile vom deutschsprachigen Markt herausgenommen. Also wenn, müsst ihr die aus Amerika bestellen. Okay. So, jetzt habe ich eigentlich noch ein paar Informationen für euch, die mir letztens über Rockstar Games für GTA 5 für das beste GTA geleakt haben. Und zwar Rockstar Games ist offiziell nun auf der Gamescom 2013. Woohoo, bin ich auch vertreten. Und da werden wir mal schauen, was da so passiert. Also ich bin dort vor Ort. Und ich mache ein paar Fotos und ein paar Videos und die kann ich euch dann zeigen. Ich hoffe, dass es nicht für Pressezugang ist. Aber man kann schauen, was man machen kann. Für GTA 5 zum Spielen benötigt man auf der Xbox 360 zwei CDs. Die erste CD ist nur zur Installation. Die zweite ist nur zum Spielen. Das heißt, wenn euch eine der beiden CDs verloren geht, habt ihr halt Pech. Sagen wir so, ihr verliert die erste Installations-CD, aber habt noch die Game-CD. Bedeutet das, wenn ihr die Installations-CD verliert und euer GTA 5 gerade nicht drauf ist und ihr es nochmal spielen wollt, habt ihr Pech, weil die zwei CDs fehlen. Es fehlt eine von den zwei CDs. Bei der PS3 ist es aber nicht der Fall, da ist immer noch alles gleich auf einer Blu-ray-CD. Übrigens nimmt die GTA 5-Version für Xbox 360 16 GB Speicher und die für die PS3 benötigt 8 GB Speicher. Also schon eine Menge, aber es ist auch ein grandioses Spiel. Ich habe 1 TB drin, von daher dürfte das kein Problem sein, diese paar 8 GB für mich. Ja. Eine gedruckte Karte wird auch in der Standard-Edition jetzt beiliegen. Also keine Blaupausenkarte, sondern eine normale Karte, wie ihr sie sonst aus GTA kennt. Die wird dabei sein. Die Blaupause, die der Special und Collector's Edition bei liegt, zeigt noch zusätzlich Geheimnisse und Orte. Also, die hat mehr drauf, sozusagen. Man kann keinen anderen Hauptcharakter töten. Dennoch ist es möglich, den anderen Charakter in der großen Spielwelt aufzustöbern und im Streiche zu spielen und zu verletzen. Ich weiß zwar nicht, was es euch bringt, aber ihr könnt es auf jeden Fall machen. So viel sagte Rockstar. Es wird mehr Möglichkeiten geben, Waffen und Fahrzeuge zu modifizieren, also zu tunen wie Heck, Farbe, ja, Brandings und, als je in einem anderen GTA. Geil. Also vielleicht so wie bei Need for Speed, Underground 2 zum Beispiel, oder allgemein Need for Speed, so mit Tuning jetzt, stelle ich mir das vor. Gameplay-Videos werden derzeit vorbereitet, aber sind noch nicht raus. Sie erscheinen wahrscheinlich im August oder im September. Maybe auf der Gamescom. Ich bin mir aber nicht da ganz sicher. Also entweder kurz vor dem Release oder auf der Gamescom erscheinen die. Ich denke aber mal auf der Gamescom. Zum Mehrspielermodus hat man aber trotzdem noch nichts gesagt, denn es sei schwer, ein gutes Verhältnis und optimales Balance zu erschaffen und zudem auch Hackern und Cheatern Steine in den Weg zu legen. Aber dazu folgen auch noch ein paar Informationen. Dann habe ich jetzt noch zwei Punkte für euch,
Rockstar Games erwartet keine visuellen Unterschiede zwischen der Xbox 360 und der PS3 Version. Weiterhin sagte man aber nichts, ob es eine PC Version geben wird. Ich denke aber schwer, dass es eine geben wird. Aber ich denke, dass Rockstar irgendwie versucht, durch irgendwelche Methoden, dass die Scripts nicht möglich zu machen, also diese Script-Mods und so. Allgemein dass das nicht so fortgeschritten möglich ist, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und das Beste zuletzt, GTA 5 wird definitiv nicht mehr verschoben. Das heißt, 17.09.2013 erscheint GTA 5. Punkt, Ende, aus. Das war's jetzt von mir. Ich bin's, euer Alex. Für GTA 5 wird das beste GTA. Und das war unsere kleine Game-Analyse. Maybe Teil 1. Vielleicht kommt noch was. Auf jeden Fall kommt auf dem Kanal noch was. Ansonsten schaut jetzt noch das Video zu Ende, wie ich im Hintergrund GTA 4 zocke. Eine schöne Busfahrt und so. Das war's. Ciao Leute, ich bin's Alex von GTA 5 wird das beste GTA auf Facebook. Haut rein und ciao. Is everyone okay?